Die Hamollmesse ist Bachs Opus Magnum. Es ist ein Stück, in dem er gegen Ende seines Lebens über 30 Jahre seiner eigenen Musikgeschichte kollektiert hat. Er hat den lateinischen Messtext genommen und hat aber auf ganz viel Musik zurückgegriffen, die er schon vor 20, 30, 32 Jahren geschrieben hat. Er hat nicht mehr damit gerechnet, dass dieses Werk aufgeführt wird. Die Dimensionen sind auch zu gewaltig, als dass es in einem Gottesdienst hätte aufgeführt werden können. Aber es ist ein Vermächtnis auch einer ganz großen Epoche der Musikgeschichte. Und wir haben uns so irrsinnig darauf gefreut, das hier in Hamburg aufführen zu können. Und ja, jetzt ist dieses Konzert abgesagt und alle anderen Konzerte sind auch abgesagt worden. Und wir haben beschlossen, dass wir dieses Projekt trotzdem machen. Dass wir trotzdem zusammenkommen, der Balthasar-Neumann-Chor, die Solisten, das Ensemble. Und dass wir dieses Stück spielen und proben und arbeiten und uns auch in diesen Zeiten aufrecht halten mit diesem Stück. Und das ist jetzt ganz wunderbar, dass wir dieses Stück in der Elbphilharmonie aufführen können, streamen können, sodass hoffentlich ganz viele Musikfreunde daran teilhaben. Das ist ein Stück eigentlich für alle Tage. Aber gerade auch mit der frohen Botschaft ist das ein Stück, das sich vor Weihnachten ganz besonders gut musizieren lässt.